Hi, hier ist die Viri mit Viris Vision Quest. Hallo und willkommen zu den Krafttierbotschaften für den Sommer, für das Sternzeichen Stier, vielleicht auch Aszendent Stier, vielleicht auch Mond im Stier, oder du hast vielleicht nach dem Bild ausgewählt, wie in der Preview gezeigt, erst eben ohne Sternzeichen und die dann später dazugelegt. Ja, wir schauen für Stier in die Orakelkarten und dann in die Krafttierkarten und ja, Whispers of the Ocean, das ist auch immer ein Tier, ein Meerestier und das hier sind keine Delfine, das sind Pilotwale. Das Leben ist besser zusammen. Ja, das dürfte ja schon ein Stierprinzip sein, der Stier auch als Herden. Tier, Pilotwale, die gibt es auch in ganz großen Herden. Der Empath. Und von den Wasserkristallen von Masaru Emoto, ja, er hat Wasser mit verschiedener Musik bespielt und die Kristalle dann aufgenommen und das damit auch nachgewiesen, dass Wasser ein Informationsträger ist. Das autonome Nervensystem mit Affection, Zuneigung, eine Heilkarte. Ja, schauen wir mit den traditionellen Karten von Jamie Sams für Stier, für den Sommer. Ach ja, Stier, das entspricht dem Biber im Indianischen, ganz vergessen, das Stachelschwein hatten wir auch schon mal. Das Stinktier. Interessant. Interessante Mischung. Und die hatten wir auch schon mal, auch an dieser Stelle. Die Schlange, ganz mächtiges. Krafttier, mächtiges Totemtier, wie man auch sagt. Bitte für die Himmelsrichtung, für Stier, alias Biber, im Osten der Löwe. Ja, vielleicht hast du auch Löwenenergie oder dir begegnet jemand mit Löwenenergie. Liegt im Osten. Das ist der Ort des Sonnenaufgangs, der Begegnung, alles, was sichtbar wird. Und auch den hatten wir schon mal hier. Auch im Süden den Hund. Interessant, wenn Tiere sich dann wiederholen, eine Energie. Bitte für den Westen und Norden noch für Stier alias Biber. Na. Für Stier, für Biber, für den Sommer. Innerer Weg, innere Aufgabe, bitte eine Karte. Es sind zwei. Ich will nur eine, bitte. Sorry, manchmal sind sie widerspenstig. Und es sind wieder zwei. Für den Westen, für den Norden, je nachdem. Der Phönix und das Seepferdchen. Wow. Ja, Stier, Biber, was ist denn los bei dir hier? Hier kommt auch ganz viel in Bewegung. Ja, wie ich meine, durch eine Begegnung mit einem Menschen mit Löwenenergie. Löwenhaft, ja. Und das im Sommer, da haben wir dann auch das Sternzeichen Löwe. Vielleicht ist das auch ein Hinweis auf genau die Zeit des Löwen von irgendwann 22., 23. Juli bis dann entsprechend im August, ja? Hinweis auf die Zeit beziehungsweise auf den Menschen, der dir hier begegnet. Und ja, das Leben ist schöner zusammen, heißt es hier. Du sollst dir Unterstützung aus deiner Community holen, dich mit deiner Familie, Freunden oder anderen verbinden, die dich unterstützen.
Also einfach heißt es hier, es kann so einfach sein, dass man einen Telefonhörer in die Hand nimmt. Ja, sich mit anderen zu verbinden, wichtiges Thema hier für dich, die treue Seele, die du ja auch hier bist. Erlaube dir, andere auch um Rat zu fragen, werde proaktiv, wenn du dich vielleicht bisher irgendwie ein bisschen isoliert gefühlt hast. Wie schon erwähnt, die Pilotwale leben in riesigen Herden, also über 1000 Tiere können das sein und bilden, nehme ich an, dann innerhalb dieser Riesenherde auch wieder kleinere Gruppen. Und das ist die Botschaft für dich, dich mit Menschen zu umgeben, die dich wirklich kennen und die dich dann auch verstehen, Stier. Ja, Empath bekommst du hier. Da möchte ich dir, ohne dass es hier liegt, das Gürteltier mitschicken. Wir haben aber auch hier das Stachelschwein. Du hast also da auch Schutz. Empathie ist gut, Mitgefühl ist gut. Und hier heißt es so schön: You may be confusing other people's energy with your own. Du, es könnte passieren, dass du deine eigenen Energien bzw. Gefühle mit denen der anderen verwechselst, ja. Und das ist dann die Grenze der Empathie. Deshalb kannst du hier gut das Gürteltier rufen. Das gibt dir gesunde Grenzen oder hier dich auch, und das ist die Körperebene, auch im Außen, dich an die Energie des Stachelschweins erinnern, dass sich eben auch mit seinen Stacheln gut schützen kann, sich auch einrollen kann, aber um die weiche Bauchseite natürlich auch weiß. Ja, also die Gefahr, wenn du dich hier mit anderen umgibst, ist, dass du die Gefühle anderer praktisch eben aufsaugst wie ein Schwamm, ja, dass du nicht mehr unterscheiden kannst, ist das denn mein Gefühl oder kommt das von dem anderen? Und deshalb bekommst du, meine ich hier, das Stachelschwein, das Stinktier. Das Stinktier spricht nämlich von Respekt und auch von einer Form von Abgrenzung, ja. Also alles, wenn es beim Stinktier zu weit geht, dann warnt es zweimal vor, bis es dann seinen unerträglichen Gestank verbreitet. Also das Thema ist, es ist schön, hier zusammen zu sein, aber wichtig ist hier auch die klare Grenzen zu haben. Du bekommst das Geschenk des Mitgefühls, dass du gut mitfühlen kannst, dass du gut nachempfinden kannst. Ja, du spürst die Energien und für dich heißt das Stier, lerne diese Energie, das Mitgefühl so richtig anzuwenden. Vielleicht kennst du jemanden, der dir da weiterhilft. Kannst du jemanden um Rat fragen? Vielleicht gibt es auch gute Bücher oder andere Wege. Die Frage ist, wie diese Empathie, dieses Mitgefühl anderen dienen kann. Ja, und da kommt auch wieder der Hund ins Spiel. Ja, der Hund ist ja auch in seiner unendlichen Treue ein Diener, egal was man ihm da antut, ja. Er macht immer noch mit, aber nicht, weil er so dumm ist, sondern weil er so viel Verständnis hat für, ja, vielleicht die Dummheit der Menschen. Ja, das ist deine Seelenkarte hier. Aber wichtig ist, dass du hier den Schutz des Stachelschweins und auch des Stinktiers bekommst, um dich da eben nicht irgendwo in anderen aufzulösen. Sondern finde heraus, wie kann das eben anderen dienen, vielleicht durch eine Art therapeutische Tätigkeit. Das Wort Therapie kommt aus dem Griechischen und heißt ja dann eigentlich auch dienen. Ja? Überprüfe immer wieder genau deine eigenen Energien, prüfe eben, ist das mein Gefühl oder gehört das zu dem anderen. Grenze dich ab mit dem Respekt. Das Stinktier ist übrigens auch, aber auch eine hohe Anziehungskraft, die du hier hast. Es liegt auf der Geistesebene, vielleicht auch gerade in Gesprächen. Das kann also hier mit der Löwenzeit, dem Löwenmenschen, ganz spannend hier werden. Ja, das autonome Nervensystem, eine Heilkarte. Ja, Affection, das steht für Warmherzigkeit, für Zuneigung, für Liebe. Das geht natürlich auch in Einklang, Hand in Hand mit der Empathie. Und auch das Seepferdchen ist ja ein sehr
familienorientiertes Tier übernimmt. Hier werden sogar die Rollen getauscht, ja. Und du kannst dich gut, auch wenn es mal bewegt, auf und ab geht, hier immer gut verankern. Ja, nimm diese Affection, diese Warmherzigkeit mit. Das wirkt positiv auf dein autonomes Nervensystem. Ich nehme an, damit ist so der Parasympathikus gemeint. Und dann natürlich zwei ganz starke transformative Energien mit der Schlange. Ja, ganz, ganz starkes Krafttier, steht für Häutung, steht für Verwandlung. Häutung heißt ja immer, dass die Schlange wächst, ja. Auch du bist hier in einem Häutungsprozess, um innerer Weg, inneres Ziel, ja, wieder aufzuerstehen wie Phönix aus der Asche. Ja, wie ich gesagt habe, vielleicht hast du dich bisher in der Vergangenheit irgendwie isoliert gefühlt, vielleicht gehören die dann tatsächlich auch so rum. Auch hier haben wir eine ganz enge Verbindung. Ja, diese Begegnung hier, die wird dazu beitragen, ja. Wow, Stier. Starke Energien, ja, hier, das ist auch erotische Anziehungskraft mit dem Stinktier. Und auch das Seepferdchen sehe ich auf eine gewisse Art erotisch hier an. Es schaut übrigens, ja, ich glaube, so liegt es richtig. Es schaut auch auf den Löwen hier. Also wer weiß, was sich da bewegt. Ja, und wie gesagt, starker Verwandlungsprozess mit Schlangengift kann man auch jedes Gift verwandeln, das auf einen zukommt. Sehe ich hier nicht, dass hier wirklich negative Energien da sind. Aber wie gesagt, wichtig ist deine gesunde Abgrenzung und dass du wirklich die Menschen findest, mit denen du dich umgeben willst. Und wie gesagt, dann eine Wiederauferstehung, eine Häutung, große Transformation hier möglich in diesem Sommer, und bleibe dir selbst hier immer treu. Und ich bin natürlich dann super gespannt, was sich bei dir, Stier, hier tun wird. Ja, freue ich mich und freue mich über Rückmeldungen, und in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was. Bis ganz bald. Ciao, ciao.